Diplomatische Bemühungen erlitten heute einen Rückschlag, als ein nordkoreanischer Panzerverband beim Rückzug mit einem sogenannten selbstheilenden Minenfeld in Kontakt geriet. Die nordkoreanischen Truppen waren allerdings davon in Kenntnis gesetzt, dass sie die Minenfelder entlang der entmilitarisierten Zone unter keinen Umständen als von uns geräumt betrachten sollten. Wir stehen kurz vor einem Krieg und erst jetzt bemerken wir, dass es die Japaner waren? Sie sind Verbündete, die Japaner. Und wenn sie Weihnachtsmänner wären, die waren da schließlich mit der Wash. Vielleicht weiß deren Regierung gar nichts von der Sache. Wir wissen, dass Otomo von der ganzen Sache Bescheid weiß. Und wir wissen, wo dieser Kerl steckt. Wir sollten handeln, ohne große Diskussion. Wir haben keine Ahnung, bis in welche Kreise es dort Verschwörer gibt. Sollte Otomo von seiner Regierung unterstützt werden, kann es nur eine militärische Antwort geben. Aber was ist, wenn er alleine dahinter steckt? Sie wollen diesen Mann schicken? Er ist in Position. Schicken Sie ihn rein. Los. Fischer, ich kann das gar nicht deutlich genug betonen. Wenn auch nur ein einziger japanischer Soldat stirbt, riskieren wir den Dritten Weltkrieg. Sollte es Opfer geben, werde ich die Mission sofort abbrechen. Verstanden. Such unsere Offiziere und finde heraus, was zur Hölle hier vorgeht. Ich werde sie finden. Niemand. Hier stinkt's. Vollkommen zufrieden. Und nicht auf die Toilette gehen. Okay, gut. Das schaffen wir schon. Wir bleiben einfach hier. Ja, genau das werden Sie tun. Sie sind Amerikaner. Gut möglich. Aber ich bin nicht hier, um euch zu retten. Das ist in Ordnung. Wir sind ohnehin keine richtigen Geiseln. Was geht hier vor? Bin nicht sicher. Die japanische Armee hat das gesamte amerikanische Personal zusammengetrieben und eingesperrt. Zuvor haben wir einige Generäle und Minister eintreffen sehen. Wo sind sie hingegangen? In die Operationszentrale im Untergeschoss. Die Türen zu den unteren Ebenen sind versperrt. Hier war gerade eben erst ein Offizier, der nach einsatztauglichen Freiwilligen suchte, die dort hinuntergehen sollten. Vielleicht sind die Türen jetzt geöffnet. Perfektes Timing. Um sie wird sich später jemand kümmern. Sam, wir müssen alles aufzeichnen, was bei diesem Treffen passiert, damit wir es dem Generalstab präsentieren können. Es würde die Sache beschleunigen, wenn du mich einige der Bedrohungen beseitigen ließest. Vergiss es, Fischer. Bevor wir nicht wissen, wer der Feind ist, gibt es keinen Feind. Kein Feind bedeutet keine Toten. Finde dich damit ab. So spät noch bei der Arbeit? Arbeit? Ist das dein Ernst? Dieser Job ist ein Witz. Wovon redest du? Wir sind hier zur Verteidigung. Verteidigung des Kokon. Fischer, wie es aussieht, sind diese Wachen mit nicht tödlichen Waffen ausgerüstet. Warum? Der einzige Grund, der mir einfällt, warum sie Kampftruppen damit ausrüsten sollten, ist,
dass sie jeden verhören wollen, den sie erwischen. Nun ja, ich war noch nie besonders gesprächig. Mamuro, bist du von einem dieser Dinger getroffen worden? Sagte ich dir doch. Dumm wie ein Sack Reis. Sack Reis. Hast du die geöffnet? Warum sollte ich sie öffnen? Ja, gut, schon verstanden. Bleib ruhig und halt die Augen offen, okay? Nichts. Kleinwagen mit dem amtlichen Kennzeichen 300-3156 ist in der zweiten Reihe geparkt. Bitte entfernen Sie umgehend Ihr Fahrzeug. Und weiter. Fischer, laut GPS befindest du dich in der Nähe der Operationszentrale. Unseren Informationen zufolge handelt es sich um einen abhörsicheren Raum. Um aufzuzeichnen, was sich in seinem Inneren abspielt, musst du einen Weg hineinfinden. Die Sicherung mag vielleicht elektronische Eindringlinge abhalten, aber ich wette, dass der Raum nicht luftdicht ist. Vermutlich nicht. Sam, ich habe hier einige Informationen über das Gebäude. Dieser Lüftungsschacht müsste genau über der Operationszentrale enden. Ich werde versuchen, das Treffen von dort aus mit dem Lasermikrofon abzuhören. Gut. Wir lassen es dich wissen, wenn wir genug haben, um den Generalstab glücklich zu machen. Die Leitung ist sicher. Ja.